Herr Wellershoff, sind Sie ein Dichter oder ein Schriftsteller? Da würde ich sofort sagen, ein Schriftsteller. Mit Dichter verbindet sich so etwas Emphatisches. Ich schreibe ja auch keine Gedichte, um es mal so zu formulieren. Oder nur sehr selten. Die Suche nach Sinn und nach Selbsterkenntnis, die wird zum Teil heute auch an die Literatur delegiert. Als ein Bereich, wo sowas noch geschehen kann. Sie werden in diesem Jahr 60 Jahre alt. Haben Sie den Eindruck, dass Ihre Produktivität als Autor sich verändert, dass sie nachgelassen hat in der letzten Zeit? Nein, ich habe den ganz gegenteiligen Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass ich inzwischen so viel zu schreiben hätte. Und ich schreibe auch viel freier als früher. Seitdem ich den Beruf des Lektors endgültig verabschiedet habe und habe ich mich darauf eingelassen, nur noch das zu tun und es zwar ganz radikal subjektiv zu tun. Ich gehe auch nicht zu Schriftstellertreffs, nicht zu allen möglichen Veranstaltungen und Ablenkungen hin. Ich will hier meine Sache machen und das ist so viel, das wird eigentlich immer mehr. Ich weiß wirklich noch ein paar Bücher, die ich unbedingt schreiben möchte. Für mich besteht eine Beziehung zwischen der weißen Fläche des Schnees, eines unbegangenen Schneefeldes und der weißen Fläche des Papiers. Beides sind irgendwie Anfangszustände oder Endzustände, jedenfalls Geheimniszustände. Die Fußspur im Schneefeld und die Schrift auf dem weißen Blatt Papier sind beides Spuren, die in etwas Unbekanntes hineinführen. Also, da gibt es sozusagen innere Verwandtschaften in der Faszination. Wie sieht das aus? Wie sieht so ein Tag eines Autors aus? Naja, ich trödel mich morgens an die Schreibmaschine heran, nicht wahr? Es ist immer ein bisschen Widerstand zu überwinden, jetzt geht es los und so. Und ich fange damit an, dass ich die Sachen, die ich am Tag vorher geschrieben habe, wieder abschreibe. Und dabei komme ich wieder in den Text rein. Der Text hat ja ein Klima, das ich wiederfinden muss, einen Erregungsgrad und so. Da komme ich wieder in den Text rein und beginne schon, die Sache wieder zu überarbeiten. Und dann geht es weiter. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, schreibe ich mit der Hand. Wenn es besser ist mit der Schreibmaschine. Ich muss den Text eigentlich vor mir sehen. Ich muss ihn entstehen sehen, optisch, wie der Satz gebaut ist und so. Manchmal überklebe ich das, arbeite daran rum. Das hat auch einen handwerklichen Aspekt. Klebe Seiten aneinander und so, um auch eine Vorstellung von der Länge zu bekommen. Tja, und dann versuche ich so lange daran zu arbeiten, wie ich merke, es läuft. Und wenn es bis in die Nacht hinein ist, ich meine, ich unterbreche es dann, nicht, aber mache eine Pause, aber solange die Energie reicht, arbeite ich dran. Denn gerade meine Bücher sind oft so geschrieben, na, ich würde sagen, sie sollen das Gefühl vermitteln, als ginge man über immer heißer werdenden Boden. Und so möchte ich es auch beim Schreiben, dass die Gedanken müssen heiß sein. Und das kann man nur erreichen, wenn es fast wie ein Trip ist, das Schreiben. Natürlich muss man sehr viel recherchieren, sehr viel einfach überprüfen. Ich kann nicht darstellen, wie ein Baum gefällt wird, wenn ich nicht weiß, wie ein Baum gefällt wird. Ich kann nicht über Mode schreiben, wenn ich nicht mal eine Textilfabrik oder eine Modenschau gesehen habe. Alles das schaue ich mir an. Als ich diesen Roman geschrieben habe, da bin ich mit der Polizei, Polizeifahndung gefahren. Ich habe den Täter, die Hauptperson, im Zuchthaus besucht, habe mir ihr Leben erzählen lassen. Ich war bei ihrem Rechtsanwalt, habe die Prozessakten durchgesehen, bin in der Gegend rumgefahren, habe die Tatorte fotografiert, habe mir eine Leichensektion angesehen, habe mich mit kriminalistischer Spurenkunde beschäftigt, wir werden Fingerabdrücke gemacht. Ich habe eigentlich alles erforscht, was damit zu tun hat.
und während sie schnell und atemlos die Treppe hochstieg und hinter den winselnden Hunden durch den langen Flur des ersten Stockwerkes zu Rudolfs Zimmer ging, war in ihr eine entgegengesetzte Bewegung ständigen Zurückweichens und Fliehens. Und als sie im Türrahmen vor Rudolfs Zimmer stand, hatte sie einen Zustand unmenschlicher Sachlichkeit und Leere erreicht. Sie sah, dass er sich erschossen hatte. Er hatte sich durch den Mund geschossen, der ein blutiges Loch in zerrissenen und zerfetzten Wangen war. Er lag zurückgeschleudert auf dem Bett, den Kopf in der Wandecke, das Gewehr neben sich, die Augen waren aufgerissen. Der Hinterkopf fehlte und klebte hinter ihm an der Wand als eine blutige Aureole. Als sie seine nackten Füße sah, wusste sie, dass er mit den Zehen den Schuss gelöst hatte, während die Mündung des Laufes in seinem Mund steckte. Hinter allem Begreifen musste der Schrecken sein. Und die Flintenläufe sind hauptsächlich für Niederwild und für Schonzeit und sowas. Ja. So, nun wollen wir mal sehen, also wenn Sie hier zum Beispiel eine Repetierbüchse haben. Eine Repetierbüchse ist ein Kugelgewehr mit gezogenem Lauf. Also mit dem Drall drin. Sie können also hier 3 bzw. 5 Patronen in das Magazin einführen und brauchen sie nicht zu repetieren. Das ist wie bei einer Infanteriewaffe. Wie nur bei einer Infanteriewaffe, genau dasselbe. Nur, da haben wir natürlich heute modernere Kaliber, schneller. Die sind mit Stecher hier. So zum Durchreißen? Ja, zum leichten Abziehen, wenn Sie den hinteren Abzug zurückziehen, so. Kräftig zurückziehen, so. So, jetzt haben Sie gestochen. Das ist eine Kugel da. Ja. Die gibt es auch mit feinem Faden, ein Fadenkreuz. Ich glaube, der Roman ist nämlich das universellste Darstellungsmittel, das wir haben. Einmal habe ich sogar bewusst ein Buch geschrieben, Einladung an alle, einen halbdokumentarischen Roman, als eine Debatte lief, in der die These vertreten wurde, die Sachbücher, die Wissenschaft, die können das alles viel besser als der Roman. Da habe ich dieses Buch geschrieben als Beweisstück, dass der Roman alles das kann, was Sachbücher, Reportagen, Wissenschaft leisten und noch viel darüber hinaus. Dass er nämlich darüber hinaus noch eine fiktionale Lizenz hat, nämlich dass man sich in die Dinge hineinfühlen kann. Nicht nur das Dokumentarische kann dargestellt werden, sondern in einem plötzlichen Sprung kann man noch in die innere Befindlichkeit der Personen hineingehen. Da habe ich zum Beispiel dargestellt, wie ein Polizist erschossen wird. Erst als objektive Beschreibung der Situation, dann als das Gefühl des Getroffenseins beim Polizisten selber und dann die Darstellung des innerorganischen Geschehens in den Geweben, wie die Kugel durch die Gewebe dringt. Und dann dasselbe wieder als Zeugenaussage, dass man also sieht, man kann aus unendlich vielen Perspektiven Wirklichkeit erfassen. Der Roman kann das alles. Was der große Gewinn beim Schreiben, Erfahrungsgewinn beim Schreiben, der besteht für mich darin, dass die bestehenden Klassifikationen, mit denen wir die Welt ordnen, in gut und böse, in hässlich und schön, in bedeutend und unbedeutend, in positiv und negativ, dass man plötzlich merkt, das stellt sich vor die Wahrnehmung des Lebens. Man muss dadurch und das Leben komplexer sehen, in seiner Vielfalt, seinen Widersprüchen. Und erst da beginnt es für mich interessant zu werden. Also jenseits der Ideen, jenseits der einbetonierten moralischen Positionen. Also soweit ich das überhaupt selbst weiß oder noch richtig erinnern kann. Ich glaube, dass jeder Autor so etwas wie eine Aufmerksamkeitsrichtung hat. Dass nicht jeder Autor über alles schreiben kann. Und das Entscheidende ist zunächst mal, das Thema zu finden, dass das eigene Thema werden kann. Also, man muss seinen Stoff finden. Unter all den Anregungen, die es gibt, man liest Zeitungen, man lernt Menschen kennen, es begegnet einem die und die Erfahrungen, gibt es nur wenige, die dazu taugen, eine eigene Geschichte zu werden. Und wenn man schon mehrere Bücher geschrieben hat oder viele Bücher geschrieben hat, dann sind sogar die eigenen Bücher die Vorgeschichte für jedes nächste Buch. Sie schaffen sozusagen die Ausgangsposition für das nächste Buch. Und ich habe, wenn ich es jetzt also rückwärtig, also wieder zusammenfassend darstelle, vielleicht immer über Menschen geschrieben, die sich in Krisen befinden, die einer Fantasie folgen, die irgendwas Extremes wollen und daran scheitern,
Solche Situationen habe ich bevorzugt. Und da ist... Und übrigens habe ich immer unterstellt, dass die Realität, in der wir leben, das eigentlich Fantastische ist, dass man nichts erfinden muss, was darüber hinausgeht, sondern dass man sie sich nur genau ansehen muss. Dass das eigentlich fantastisch ist. Ja, so, das war so die Grundorientierung. Also, es ist sehr gut, lange mit der Sache allein zu bleiben, es nicht zu früh zu zeigen. Man muss, wenn man hier an dem Tisch ist, den Blick der anderen vollkommen loswerden. Denn der Blick der anderen, der ist wie eine gesellschaftliche Kontrolle. Der sagt, na, das ist ja geschmacklos, sowas kann man doch nicht sagen. Und was hast du denn da gedacht? Und solche Fantasien hast du. Alles das muss man abwehren, die Angst muss verschwinden. Man muss sich so eine Lizenz erlauben. Hier bist du geschützt in deiner Einsamkeit, hier kannst du dir alles erlauben. Jedes Fantasieabenteuer kannst du dir erlauben. Und nur dann kann der Text schließlich so werden, dass auch andere Menschen Mut kriegen, diese Gefühle zu haben, ihre eigenen Gefühle zu haben, ihre eigenen Gedanken zu haben. Die Erfahrung, die der Schriftsteller macht, macht in gewisser Weise auch der Leser. Denn ohne die Belebung des Textes durch die eigenen Erlebnisse, die eigenen Vorstellungsmöglichkeiten, würde das Buch für den Leser stumm bleiben. Er muss also, wenn er einen Text liest, das mit seinen Vorstellungsmöglichkeiten beleben. Er muss eigenes Leben in dem fremden Text wiedererkennen. Das ist dasselbe, was der Schriftsteller tut. In den Figuren seiner Fantasie erkennt er eigenes Leben wieder, fremdes Leben, das mischt sich dort. Und dieselbe Erfahrung macht auch der Leser, nicht in derselben Intensität, weil ein Schriftsteller ja vielleicht ein Jahr lang oder zwei Jahre lang sich in eine Sache vertieft und der Leser, der liest es an einem Wochenende oder in ein paar Tagen. Aber prinzipiell ist es dasselbe. Der Text ist ein Medium der Selbsterfahrung und der Welterfahrung. Also ich glaube, es war Oktober 69, ne? Ich will nachsehen, ja, ja. Ich glaube schon. Wo haben Sie es archiviert? Bundeswehrüberfälle. Aha. Wir wollen die Maschine gleich mal einstellen. Ja. Ich glaube, das muss ganz am Anfang sein. Ja, Sie hatten ja das Datum. Moment. Da. Moment, da war was. Ja, das ist wohl der Anfang. Die Bilder kommen nachher. Ja. Da. Also das ist hier. Auch, das sind die Waffen. Aber das ist Bildzeitung, das wollte ich doch nicht. Doch, ne, ich brauche das, aber natürlich. Naja, ich mache da keinen Unterschied. Und so, die Waffenfotos da. So, jetzt müssen wir die Vorderseite sehen. Ah, das ist nochmal ein großes. Sollen wir gleich eine Kopie machen? Bitte, ja. Bitte, muss ich haben. Dann geht es gleich das, weiter. Ja, das war der Überfall und das ist dann eine Darstellung der fünf Erschossenen. Ja, die machen wir auch? Ja, bitte, ja. Unbedingt. Die kommen hier raus. Ja. Geh schnell. Muss schon. Ja, das sind sie, ja. Die sehen, glaube ich, im Bild etwas besser aus als hier im Film. Ne? Tja, ja, hier sehen sie ja wie Gespenster aus. Ne? Das liegt am Negativbild, das ist logisch. Also die beiden Dinge, die uns daran hindern, die Wirklichkeit wahrzunehmen, das sind die Lebensroutine, ohne die wir nicht leben können. Die vielen Routinen, Gewohnheiten, die unser Leben bestimmen und die Angst. Die Routine macht das Leben schematisch, blass und die Angst verzerrt es oder verdunkelt es auch. Und das Schreiben ist eine Chance, beides zu überwinden. Thank you.
Welches Verhältnis haben Sie zu den Texten Ihres Mannes? Sie sind ja häufig die erste Leserin neben der Lektorin. Kritisieren Sie? Ja, die Schwierigkeit ist so, dass ich ja nie einen Text meines Mannes so lesen kann, wie ein Leser ihn liest, nicht? Also Buch aufschlägt und sich dann da hineinbegibt und sich mitziehen lässt, sondern ich lebe die Entstehung des Buches von Anfang an mit und eigentlich stückchenweise und komme also nie in den Genuss eines wirklichen Lesers. Nach dem Tippen kommt ja erstmal das Korrekturenlesen. Da muss ich die Fadenkorrekturen lesen, die Umbruchkorrekturen lesen. Und dann habe ich das so oft gelesen, dass ich es eigentlich dann nicht noch einmal lese. Auch später nicht? Nein, auch später nicht. Denn ich weiß so genau, auf welcher Seite was steht, nicht? Weil ich das auch immer wieder nachschlagen muss und herumblättern muss und kenne das so in Details, dass ich es auch später nicht noch mal lese. Dieter ist immer ganz erstaunt, wie viel ich weiß, weil er denkt, ich sehe immer nur die Druckfehler. Erschrecken Sie vor der Fantasie Ihres Mannes? In den Büchern steckt ja viel aus seinem Innenleben. Und in den Büchern gibt es ja viel, was mit Gewalt, mit Unfällen zu tun hat. Ja, doch. Da erschrecke ich manchmal drüber. Und wenn wir darüber sprechen, muss ich sagen, da ertappe ich mich immer dabei, dass ich versuche, die Gestalten irgendwie zu retten und Auswege für sie zu finden. Er lässt sich natürlich nicht darauf ein, weil er ja seine Vorstellung hat und seinen Weg gehen will. Aber ich versuche, die Akteure der Romane oder der Fernsehspiele oder was auch immer irgendwie zu retten. Das heißt, Sie machen ihm Vorschläge? Ich mache Vorschläge, ja. Für ein gutes Ende? Für ein gutes Ende, ja, oft. Aber das wird natürlich nie akzeptiert. Sie sehen es ja an den Büchern, nicht? Aber ich mache es eigentlich immer wieder. Im Schlafzimmer vor dem Wanddressur hing ein Bild, das sie sehr liebte. Es war ein in blaugrünen Farben gedrucktes, verfremdetes Foto, das den Bahnhofsvorplatz von Solothurn zeigte. Einen ruhigen, mittäglich leeren, sommerlichen Platz, umsäumt von zwei- und dreistöckigen Gebäuden der Jahrhundertwende, dessen Längsseiten beschattet wurden von dicht belaubten Bäumen. Ein kleiner weißer Fiat fuhr am Rande eines Baumschattens über den menschenleeren Platz, und auch er würde bald verschwunden sein und die Szenerie sich selbst überlassen, ihrem traumhaften Frieden, ihrer brütenden Mittagsstille. Das Foto mit seinen blaugrünen Unterwasserfarben war für sie ein Sehnsuchts- und Andachtsbild gewesen, und sie hatte sich oft gesagt, dass sie einmal im Sommer dorthin fahren wolle, um den Platz in Wirklichkeit zu sehen. Im vorigen Sommer war sie dann auf einer Reise nach Frankreich mit Jutta und Andreas ganz unvorbereitet über den Platz gefahren und hatte ihn erst im letzten Augenblick erkannt. Sie hatte Andreas gebeten, anzuhalten und war, noch ohne sich umzublicken, doch schon mit einem Gefühl des Entsetzens zu der Stelle gegangen, von der aus ihr Bild aufgenommen worden war. Dort hatte sie eine Minute wie gelähmt gestanden und war zum Auto zurückgelaufen. Bloß weg, hatte sie gerufen, und Andreas war sofort gestartet. Er hatte verstanden, dass sie sich retten musste durch eine schnelle Flucht. Nur an wenigen Fassaden, die wie entwürdigte Reste im Hintergrund standen, hatte sie den Platz noch erkannt, denn er war bis zur Unkenntlichkeit mit Verkehrsinseln, Ampelanlagen und den Gerüsten der großen Richtungsschilder überbaut worden. Die Bäume waren fast alle gefällt. Vor der Bahnhofsfassade drängten sich Taxis und Busse, und auf dem Platz, dessen ehemals gelassene Weite in scharf markierte Fahrbahnen unterteilt waren, dröhnten pausenlos die schweren Lastzüge des Fernverkehrs vorbei. Nie in ihrem Leben, nicht einmal am Kriegsende, hatte sie ein so katastrophales Gefühl von Veränderung gehabt. Die Schönheit, die Menschlichkeit, ein Ort, an dem man leben konnte, waren vernichtet worden.
Obwohl das eine Großstadtwohnung ist, die noch im näheren Umkreis der Kölner Innenstadt liegt, ist es erstaunlich still hier. Wenn der Wind entsprechend steht, höre ich nachts die Güterzüge über die Südbrücke rollen. Beim Nebel tuten auf dem Rhein die Lastschiffe wie riesenhafte Seekühe, die einander anmuhen. An hohen kirchlichen Feiertagen tönen von Ferne die Domglocken herüber und aus der Nähe die von St. Severin. Sonntagmorgens bimmelt das helle Glöckchen des Karmeliterinnenklosters und ruft ein paar Hausnummern weiter die kleinen alten Nonnen zur Andacht, denen ich häufig in der Straße begegne. Also viele Autoren ja, sagen ja heute so resignativ, man kann die Wirklichkeit nicht mehr darstellen, schon gar nicht in der Form des Romans, denn sie ist ja so vielfältig auseinandergeflossen und spezialisiert, wir wissen das ja alles nicht. Also zum Teil halte ich das für eine Ausrede. Vieles kann erarbeitet werden. Das ist zum Beispiel eine Mappe, in der ich Zufallsfunde sammle. Hier eine Speisekarte beispielsweise oder eine Erbauungsschrift, die ist auch hier, die Erbauungsschrift einer religiösen Sekte. Ein Bundesbahnfahrplan, und das ist ein Aufruf zu einer Demonstration. Kosmetikreklame, das Foto einer Hotelhalle, das ist etwas über Börse, eine Getränkekarte, dies hier ist von einem Anlageberater, hier ein Stadtplan, noch ein Stadtplan mit U-Bahn-Strecken. Es schneite zum ersten Mal in diesem Jahr. Kleine, dünne Flocken fielen durch das kahle Geäst der Pappeln, die vor dem Fenster standen. Sie trudelten aus der grauen Luft auf die Scheibe zu, an der sie zergingen, und fielen in der Tiefe, immer dichter werdend, an der Brandmauer eines Nachbarhauses vorbei, auf dessen Steinvorsprüngen zwei aufgeplusterte Tauben saßen. Elshammer blickte hinaus in den weiten Innenhof des Häuserblocks und wartete, ob der Schnee in den kleinen, durch Mauern abgeteilten Gartenparzellen, auf dem Teerpappendach der Garage, in den Astgabeln der Bäume und auf den Dächern der Häuser liegen blieb. Aber es war wohl noch nicht kalt genug. Der Schneefall wurde nur ein wenig dichter. Wenn man hochblickte, schienen die Flocken wie ein graues Flirren aus der Luft hervorzugehen. Und erst wenn sie näher kamen und im Herabsinken zwischen den Ästen der Bäume und vor den Fassaden der Häuser erschienen, wurden sie weiß und sanken so langsam und gleichmäßig wie an unsichtbaren Fäden zur Erde, wo das ganze Luftgespinst wie eine Einbildung verschwand. Als Sie Ihre Kinder erzogen haben, wie haben Sie ihnen das beigebracht, dass Ihr Vater ein Schriftsteller ist und dass man darauf Rücksicht nehmen muss? Ja, das haben Sie leider schon sehr früh lernen müssen, denn anfangs haben wir ja unter ziemlich beschränkten Wohnverhältnissen leben müssen. Und da mussten Sie also stärker diszipliniert werden, als ich es eigentlich für richtig gefunden hätte. Nicht? Ich hätte Sie lieber gerne freier erzogen. Und wenn Sie das Bedürfnis hatten, also zu trampeln und zu singen und laut zu sein, hätte ich Ihnen das oft gerne gestattet, aber dann war es eben einfach nicht möglich. Ich bin eben sehr viel rausgegangen mit ihnen und habe mich dann sehr viel mit ihnen beschäftigt, damit sie eben leise verharren. Ob das nun gut gewesen ist, weiß ich nicht, aber es ging einfach nicht anders. Haben Sie den Eindruck, dass Sie etwas aufgegeben haben, etwas geopfert haben als Schriftstellerfrau von Ihren eigenen Möglichkeiten? Ja, das sicher, aber ich nehme an, das ist bei jeder Ehefrau so. Das ist nicht nur bei den Frauen der Schriftsteller so, sondern bei fast allen Frauen. Also, ich würde sagen, Schreiben, das ist sehr nah bei Essen, Schlafen, Lieben und Atmen inzwischen.
Jeden Tag schreibe ich irgendetwas oder lebe darauf hin, dass ich schreibe. Es ist eine Form meiner Existenz geworden, eine fast eine natürliche Angewohnheit.